da ist die Schönheit. Die Monstera albovarigata von der Kirsten. Die haben wir 15.8. eingepflanzt und bei 1000 Mikrosiemens damals tatsächlich direkt gedüngt. Ja, wir sehen, die Pflanze geht also richtig gut. Aber Vorsicht, jetzt kannst du nicht kontinuierlich bei 1000 beigießen, weil dann wird das irgendwann zu viel. Ne? Dann lieber erstmal die halbe Dosis, zweimal, vielleicht auch dreimal und dann wieder mit 1000 Mikrosiemens. Und wenn kannst, am besten einmal nachmessen. So, das neue Blatt, ein Half Moon, wunderschön gut, hat einen ganz kleinen Grünanteil, aber ich muss sagen, das ist wirklich mal eine wunderschöne Pflanze, die sich hier ja, präsentiert, zeigt. Das Ganze war damals, nein, ist es eigentlich immer noch, obwohl eigentlich war, ne, weil es jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt ist es ja kein Stecki mehr, aber damals war es ein kleines Stecki und ich muss sagen, ja, das hat also wunderbar funktioniert. Richtig genial. Ja, manche Sachen, ne, das läuft gleich von Anfang an. So, von Anfang an läuft auch die Geschichte hier. Das gucken wir uns mal etwas näher an kurz. Hier unsere Monstera Thai Constellation. Das ist unser Kopfsteckling, den wir hier im Wasser bewurzeln. Und ich muss sagen, auch das läuft richtig genial. Wir hatten ja die Wurzel schon vorbereitet, wer sich noch daran erinnert. Ja, die hatten sie vorher schon mal zurückgeschnitten gehabt und dementsprechend ist sie jetzt auch rasant ausgetrieben, muss ich sagen. Und wir sehen auch bei der Wurzel hier, dass sich mittlerweile dort kleine Pünktchen entwickeln, also neue Wurzeln, ne? Ganz klarer Fall. Also das läuft richtig mega cool auf die Art und Weise hier mit der Holzkohle. Ja, so, Monstera, Thai Constellation, da gucken wir uns jetzt auch die Mama an von der von dem Kopfsteckling hier, damit wir auch dort beobachten können, wie sich das Ganze dort weiterentwickelt. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So, dann schauen wir uns jetzt die Mutti an. Das sieht jetzt so aus. Im Moment sieht das Ganze noch ein bisschen traurig aus. Ich habe da oben noch mal drüber gelegt, damit von oben nicht ganz so viel Licht reinkommt. Momentan steht sie unter etwas stärkerer Beleuchtung. So. Warte mal auf, dann Robert, kannst du mal raus hier und schauen uns mal an, wie es aussieht. Ja, ich würde sagen, nach wie vor wunderbar. Also, ne, auch der Mutti geht es immer noch gut, trotzdem wir ihr den Kopf abgeschnitten haben. So was macht man doch nicht. Ne? Nein, das macht man nicht. So, ansonsten kann ich jetzt momentan hier im oberen Teil noch keine Veränderung sehen, außer dass alles gesund aussieht. Ich schaue aber gleich nochmal etwas näher dran an die ganze Geschichte. Mittlerweile sind schon einige Algen, die sich hier entwickelt haben. Deswegen habe ich es jetzt von oben, wie gesagt, auch abgedeckt. Das ist nämlich nicht so gut. Pass mal auf. Wir schauen uns mal eben an. Wir erinnern uns, das war damals auch ein Stammstückchen gewesen. Ganz kleines. Es ist so ein Wunder, dass es aber draus gewachsen ist. Das war also so klein abgeschnitten, dass es eigentlich gar nicht hätte möglich sein können. Ohne Blatt. Ne? Ohne Stiel, ohne Blatt. Und das Schätzchen hat lange gebraucht. Und es hat dann aber tatsächlich noch funktioniert. Ja, manche Pflanzen haben eigentlich einfach eine Willenskraft. Und von daher, ja, hör mal auf, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt etwas näher an. Und bei der Gelegenheit messe ich aber erstmal kurz die Daten, damit wir das auch mitnehmen können. pH-Wert 7,2 jetzt in der ganzen Geschichte, ist etwas gestiegen. Wir hatten das Wasser vor 5 Tagen einmal komplett gewechselt hier, aber nach wie vor die Eierschalen hier unten drin gelassen. Die liegen da unten immer noch in der Ecke. So sehen die Werte jetzt aus aktuell. Oh, ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ist also gestiegen von 630 auf 730, ein pH-Wert von 6,9 auf 7,2. Ich belasse das jetzt aber noch so. Ist nur so, die Pflanze befindet sich noch nicht im Wachstum und von daher verbraucht sie auch so gut wie gar nichts. Ne? Und deswegen steigen die Werte dann dementsprechend etwas an. Wenn wir jetzt nachfüllen werden, reagieren wir in dem Sinne, dass wir also kein Leitungswasser dazu gießen, auch kein Verschnitt, sondern dementsprechend einfach mal reines Wasser. In dem Fall bei uns Osmosewasser. Ja, also das ist schon eine geniale Sache. Die Geschichte hier, den Kopfsteckling, haben wir gestartet am 20.09. Das weiß ich, weil dann ist mein Geburtstag. Das ist jetzt also 10, 11, 12 Tage her. Und innerhalb von 12 Tagen hat sich die Geschichte hier so entwickelt. Das ist schon hammermäßig. Auch hier im reinen Wasser wohlgemerkt mit Holzkohle. Jetzt müssen wir mal dazu übergehen bald, voraussichtlich auch hier zu düngen. Das heißt, da muss ich mal gucken, ob ich ein anderes Gefäß nehme oder dergleichen. Da muss ich mir mal Gedanken machen in Ruhe. Ne?
Weil irgendwann muss er sowieso hier raus, entweder ein größeres Glas oder aber wir pflanzen ihn dann direkt schon ein. Aber das machen wir dann auch gemeinsam, wenn das soweit ist, dass wir die Geschichte auch dann dementsprechend mitnehmen können. Wie gesagt, 12 Tage ist das Ganze her und macht wunderbare Wurzeln. So, okay, dann wollen wir mal gucken, was wir hier jetzt machen. Ich würde sagen, wir gießen einfach reines Wasser dazu. Das mache ich jetzt auch, komm. Das mache ich auch, gieße einmal einen Schluck reines Wasser dabei. Jetzt ist auch nicht so viel verbraucht worden hier. Werte, das wird sich jetzt sowieso nicht viel ändern. Aber ne, dann lieber erstmal kein Leitungswasser mehr dabei, sondern reines Wasser, weil es besser ist, wenn der pH-Wert schon so hoch ist. Aber interessanterweise ist es so, bei den Monsteras, die mögen das scheinbar sogar. Am liebsten würde ich ja mal die Werte hier bei dem Schätzchen ermitteln. Mach mal auf, das machen wir auch. Allerdings mache ich das jetzt alleine, weil das wird eine Hampelei. Hast du es gesehen? Ja, ne? So ist das manchmal, du. Ich habe es geändert. So, wir haben jetzt Mikrosiebenswert von 60, pH-Wert von 6,9. Das ist easy, das ist soweit ganz gut. Es ist aber wirklich so, also bei den Monsteras, die scheinen tatsächlich doch Kalk zu mögen. So, ich klatsche das einfach mal hier drauf. Und dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal so an, denn es geht easy. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie kompliziert, ist aber nicht. Ja, ist ne, bedingt durch den Topf, den wir hier drauf haben, ist das eine easy coole Sache. Ja, wir dürfen dann also dementsprechend jetzt auch tatsächlich düngen. 60 ist jetzt schon ein bisschen wenig. Die Pflanze befindet sich ja auch im Wachstum. Rausholen kann ich es allerdings nicht aus dem Topf. Das heißt, wir werden direkt jetzt einfach mal düngen. Jetzt haben wir allerdings nur reines Wasser hier drin. Ne, das geht nicht. Dann sackt der pH-Wert ab. Das geht nicht. Pass mal auf. Das machen wir anders. Haben wir denn hier? Hier haben wir noch was. Jo, alles klar. Hier haben wir noch was. So, was haben wir hier drin tatsächlich? Oh, komm schon, 660. Okay. 660 haben wir hier drin. Das heißt, wir gießen hier einfach einen Schluck mit rein. Ja, und das machen wir dann jetzt kontinuierlich. Gießen dann wieder mal ein bisschen was dazu. Denn hier haben wir halbe Leitungswasser, halbe Osmosewasser und dementsprechend aufgedüngt. Ja, habe wahrscheinlich zu wenig Dünger reingepackt, kann manchmal passieren. Ne? Gut, wenn man nachmessen kann. Ja, und dann bringen wir den Wert jetzt langsam hoch. Also nicht zu schnell in dem Sinne. Wo habe ich denn jetzt hingelegt? Nicht zu viel auf einmal, dass die Wurzeln sich auch so ein bisschen dran gewöhnen können. Ich denke mal, ist dann doch wesentlich besser. So, jetzt sind wir bei 100, bei 125, also knapp das Doppelte dementsprechend. So, siehst du wohl. Okay, ja, so ist dann doch besser. Mit dem Monstera sind wir gleich durch. So, jetzt sehen wir unseren Steckling hier. Hier haben wir jetzt einen pH-Wert von 5,5 und Mikrosiebenswert von 200. Also hier ist der pH-Wert gesunken, bedingt dadurch, weil wir letztens hier Dünger dazugepackt haben, ohne Leitungswasser. Und das heißt im Klartext, wir werden heute einfach einen Schluck Leitungswasser dabei geben, damit der pH-Wert wieder ein bisschen ansteigt. Und dann ist das hier auch soweit erstmal okay. Ja, so geht das, ne? Läuft, man muss nur wissen, wie man gegensteuert. Dann ist das alles soweit ganz okay. Zur Bewurzelung haben wir reines Wasser genommen. Wie gesagt, beim letzten Mal etwas aufgedüngt, weil das Wurzelwachstum richtig gut ist. Und dementsprechend ist dadurch, dass wir den Dünger dazugegeben haben, dann der pH-Wert halt nochmal runtergegangen. Und von daher jetzt mal einen Schluck Leitungswasser rein und dann ist das erstmal okay. So, bei der Geschichte nehme ich das nicht ganz so genau. Das heißt, ich werde ja auch nichts mehr aufschreiben, weil ne, das nächste Mal messe ich nach. Wenn ich gegensteuern muss, mache ich das und gut ist. Ich meine, so sieht es ja nun wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Ne? Also, das ist schon der Burner. Also, die könnten wir rein theoretisch auch einpflanzen. Aber das ist jetzt so eine Experimentierpflanze für mich hier, der Monsteras. In dem Sinne haben wir große erstmal genug. Ne? Wollen es nicht übertreiben, denn sonst haben wir den ganzen Raum hier zugewachsen mit Monsteras, das möchten wir ja auch nicht. So, was wir uns jetzt noch angucken können, ganz kurz, ist hier ein Schlangenkaktus. Und dann machen wir erstmal ein Päckchen auf. Mal gucken, was da drin ist diesmal. Ich sage dir, du. Ja, pass mal auf. Also die Geschichte insgesamt ist eigentlich ganz logisch. Ne? Zum Bewurzeln nehmen wir reines Wasser mit Holzkohle. Und dann, wenn sie Wurzeln ausbilden, düngen wir vorsichtig auf und in dem Zuge am besten gleich auch wieder ein bisschen Leitungswasser mit dazugeben. Ne? Okay. Zunächst noch kurz den Schlangenkaktus, auch hier tatsächlich in der Wasserkultur. Wächst wunderbar, richtig genial, auch die Wurzeln sehen klasse aus. Also das
funktioniert tatsächlich auch. Ich habe ein bisschen zu spät abgedunkelt, deswegen sind dort jetzt ein bisschen Algen schon mal drin. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Und jetzt ist er ja abgedunkelt, von daher ist das nicht so tragisch. So, die dunklen Wurzeln, das ist dort, wo wir sie damals drin bewurzelt haben. Dann haben wir das ja hier einfach reingehangen. Und die weißen Wurzeln, die sind jetzt nachgewachsen. Also auch das läuft richtig gut. Allerdings habe ich hier bisher noch nicht nachgemessen. Das werde ich allerdings jetzt gleich mal kurz machen, damit ich da halt auch mal Gewissheit habe, inwieweit das noch funktionsfähig ist, das Ganze hier. Okay. Das sieht schon schick aus, ne? Ja, coole Sache. So, mal auf, ich ziehe sie einfach mal raus jetzt hier. Und dann gucke ich mal, was hier Tatsache gegeben ist. Damit ich da auch mal Gewissheit habe, ob ich hier vielleicht gegensteuern sollte oder wie auch immer. So, ein bisschen rütteln und schütteln. Ja, bleibt bei 6,2 stehen, das ist also okay. Dann kurz mal den Mikrosiemenswert angucken, wie der aussieht. Das ist bei 130, ist ein bisschen wenig, 130. Ne? Aber okay, die sollten ja erstmal hier reinwachsen, von daher ist soweit alles noch in Ordnung. Ganz so viel Dünger brauchen die wahrscheinlich auch nicht hier im Wasser. Von daher müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Ich werde demnächst mal ein bisschen aufdüngen, aber bei 200 ungefähr, 200, 300 Mikrosiemens. So, dass wir das mal kurz mitgenommen haben, wie die Geschichte sich dann jetzt entwickelt hier mit dem Kaktus im Wasser. Tja, ist schon genial, ne? Dass das so klappt. Ein Päckchen. Es kann durchaus sein, dass ich diese Szene jetzt zum Schluss dran packe, weil ich noch nicht weiß, was hier drin ist. Das heißt, gegebenenfalls können wir noch vorab irgendwas anderes machen, aber das werden wir jetzt gesehen haben, ne? Weiß Bescheid. So ist das dann. So, dann lassen wir uns mal überraschen, wie die Geschichte hier aussieht. Meine Güte, ich sage dir, du. In diesem Jahr war aber auch einiges los hier, so. Heftig, heftig, ne? So. Es ist übrigens heute, ich muss gucken, dass ich gleich fertig werde, weil ich muss unbedingt mal wieder einen Waldtag einlegen. Definitiv, es geht heute in den Wald. So. Oh. Darf vorgelesen werden, das ist schon mal sehr gut. 1, 2, 3. Oh je. Das ist privat, das dürfen wir nicht vorlesen. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier drinnen haben. Oh oh. Schon mal sehr hübsch. Lieber Detlef, Geschenke auspacken macht immer Spaß, auch einige Tage nach dem Geburtstag, oder? Oh ja, oh ja, oh ja. Nachträglich alles Liebe zum Geburtstag und für das neue Lebensjahr alles, alles Gute. Du hast schon einige Videos zum Pfennigbäumchen gemacht. Dank dieser Videos habe ich mich überhaupt getraut, es auch mal mit Zimmerbonsai zu versuchen. Na super, jetzt hast du mich infiziert. Ja, so soll es sein. Bislang vermisse ich aber die Anfängerpflanze Portulacaria afra, okay. Anbei sowohl die einfache grüne Form als Mini-Ableger, als auch die bunte Variegata Mediopicta. Außerdem anbei ein Ableger vom Christusdorn, der sehr genügsam ist und jährlich mit vielen Blüten das Herz erfreut. Ich glaube, den hast du auch noch nicht. Ja, das stimmt wohl. Viele Sachen sind auch durch Zufall hier irgendwie, ne, entstanden, also gewachsen, ne? Ist so. Ein kleines Rätsel habe ich aber auch noch. Auflösung im zweiten Umschlag. Du siehst, dass die kleine Schönheit sowohl der Pilea als auch der Peperomia ähnelt und somit in der Sammlung nicht fehlen sollte. Sie ist allerdings nicht mit ihnen verwandt. Zu guter Letzt auch etwas fürs leibliche Wohl dabei. Auch das ist ja schön. Ein Ableger der australischen Zitronenblattes. Es ist nicht winterhart und möchte hell im Haus überwintern. Viel Spaß beim Ausprobieren als Tee, in Salaten oder als Zitronengrasersatz in der asiatischen Küche. Es soll auch Leute geben, die es als Badezusatz nutzen und so Aromatherapie machen. Ganz liebe Grüße, Silvia. PS, im dritten Umschlag ist noch ein persönliches, blablabla, weiß Bescheid. So, Silvia, dann schauen wir mal, was du uns reingepackt hast. Was war jetzt die Frage? Jetzt habe ich es verpeilt. Ist so. Machst du nichts, ne? So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier drin haben. Vorsichtig, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Nichts übersehen. Ach, guck mal, hier war schon mal ein ganz kleines Baby. Ein ganz kleines Baby.
Jetzt hoffe ich nur, dass das auch irgendwie beschriftet ist. wenn nicht, muss ich mir Bilder angucken im Internet. Ist so, ne? Dann kriegen wir das auch raus. Also, so, hier sehe ich schon ein Töpfchen. Ein Töpfchen. Oh! Oh, kannst du schon sehen? Ja, ne? Guck mal, sie blüht sogar. Oh! Ach, guck mal, wie schön. Oh, das ist aber herrlich. Ich glaube, den können wir auch erstmal so im Pöttchen drin lassen. Ja, gucke mal. Christus Dawn. Ich weiß gar nicht, warum ich da noch nicht zu bin. Aber es ist ja auch nur so, es kommen immer wieder Sachen dazu von Zuschauern, dass ich manchmal auch denke, ich sollte mir lieber nichts mehr holen, weil ich weiß nicht, was alles noch kommt. Ist so, ne? So, dann gucken wir hier mal rein. Silvia, was du uns hier reingepackt hast. Vorsichtig. Oh. Das ist aber auch eine ganz hübsche. Die darf auch mal trocken sein. Die ist nämlich jetzt auch trocken. Eine ganz hübsche. So, wie gesagt, mit den Namen muss ich nachher mal gucken. Sonst. Ne? Ist so. So. Okay. Muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ganz vorsichtig. Oh. Oh, das ist aber wirklich eine hübsche Variegata-Form. Wunderhübsch. Kann man das jetzt eigentlich so schon sehen? Doch, ne? Richtig hübsch. So, pass mal auf. Ja, manchmal... Oh, guck mal, hier ist noch ein Blatt. Hahaha, hier ist noch ein Blättchen. Das tun wir nicht weg. Manchmal ist auch besser, wenn man das Päckchen vorher auspackt, ne? So, pass mal auf. Fragezeichen. Ach so, das ist dann... Ah ja, gut. Gut, dass ich den zweiten Brief noch nicht aufgemacht habe. So, okay. Upsala. Das ist aber eine ganz hübsche. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Peperomia sein wird. Aber was genau, kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall mit wunderschönen roten Äuglein. Weißt du, was das ist? Ich lasse den Brief noch zu. Mal gucken, ob es einer von euch weiß. Ich halte es mal ein bisschen näher rein hier. Ich kann es ja nachlesen jetzt. Ne? Von daher, ich lasse den Brief noch zu. Ne? Mal gucken, ob es einer von euch weiß. So, das Schätzchen muss ich aber jetzt sofort versorgen. Auf jeden Fall. So, okay. Habe ich jetzt was übersehen? Habe ich jetzt was übersehen? Wie war das noch mit dem Gras? Habe ich das jetzt einfach weggeschmissen hier oder was? Oder habe ich irgendwas falsch interpretiert hier für mich? Nein. Nein, alles okay. Das heißt, ich muss den Brief nochmal richtig durchlesen. Moment. Nee, den darf ich ja nicht aufmachen. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? So. Okay, nutzt alle nix. Ich muss jetzt selber erstmal gucken, was Sache ist hier. Weiß Bescheid. Okay. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Silvia. Guck nochmal rein. Nee, alles cool. So, okay. Ich muss mich jetzt mal kurz sammeln, denn das eine oder andere muss ich jetzt erstmal versorgen, bevor es dann weitergeht. Aber ich weiß gerade nicht, ob das jetzt hier Ende ist oder mittendrin. Aber das sehen wir ja. Ne? So, jetzt weiß ich doch schon, was es ist, denn ich hatte den persönlichen Brief noch gelesen, da stand es dann drin, Silvia. So, okay. Also, wir haben hier das australische, wie heißt es jetzt noch, Zitronenblatt, nicht Zitronengras, und Zitronenblatt, das duftet wirklich richtig herrlich. Dann hier den Christusdorn und dann hier Pfennigbäumchen, Portulacaria, Afra, einmal die Variegata-Form und hier ein kleines grünes Baby und ein Blättchen von der Variegata-Form. Und dann hier halt die unbekannte Pflanze. Wie gesagt, wenn ihr wisst, was es ist, dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das ist schon interessant anzusehen. Mag man nämlich gar nicht glauben, welche Art von Pflanze das tatsächlich ist. Ich meine, optisch gesehen, hast du recht, Silvia. Auf jeden Fall. Ne, definitiv. Würde ich jetzt auch als erstes tatsächlich annehmen. Okay, so, ich würde sagen, ich muss mal eben, halt, das habe ich mir jetzt vergessen, weitermachen wir morgen oder übermorgen mit den Pflanzen. Ich versorge die eine oder andere jetzt mal ganz kurz, nur um sicher zu gehen, dass alles okay ist. Die werde ich gleich rausnehmen noch hier. Das andere ist soweit gut. So, okay, dann habe ich das jetzt erstmal abgehakt, Silvia. Also das ist schon, ja, ganz herzlichen Dank.
Ich muss jetzt mal kurz gucken, was wir noch an Zeit haben. Von daher, ach, jetzt haben wir den gar nicht gesehen. Und sehen wir jetzt, ne? Guck mal. Ah, das sind auch schon hübsche, ne? Aber okay, ich sag's mal so, wie es jetzt ist. Zimmerpflanzen machen wir noch gar nicht so lange. Und wenn ich überlege, was wir für ein Repertoire schon zusammengesammelt haben, ne, da gehen so manche Sachen natürlich unter, die man vielleicht von früher auch kennt oder so und sich denkt, ach, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber nach langer Zeit, wo wir das hier jetzt schon angegangen sind mit Zimmerpflanzen, sind dann auch diese Pflanzen doch mal wieder richtig interessant, würde ich sagen. Ne? Von daher nehmen wir das heute mal so mit. Richtig schick. Okay. Okay, dann gucken wir heute, ich glaube nach längerer Zeit mal wieder hier rein. Hier haben wir unseren Carpock. Das Schätzchen, das wollte ich ja damals abgeschnitten haben. Mache ich ja nicht. Ich bringe ihn immer wieder so ein bisschen nach unten. Ich knicke den einfach so, ne, so. Und dann, ja, just for fun. Einfach so. So, unser Kaffee macht sich wunderbar. Kommt auch schon wieder kleiner neuer Austrieb tatsächlich. So, dann unser Glücksbäumchen. Befindet sich auch wieder im Wachstum. Das läuft auch richtig gut. So, dann die Aloe Vera machen sich auch gut. Ich habe sie heute Morgen ein bisschen gegossen. Die gieße ich jetzt aber nur noch, wenn es wirklich notwendig ist. Dann machen sie sich tatsächlich wesentlich besser. So, unsere Südseepalme macht sich auch mega cool. Nach wie vor richtig genial. Jetzt hier die Alocasia Black Velvet mit ihrem neuen Blättchen. Das geht jetzt auch rasant. Ich meine, wir haben sie ja gestern gesehen. Also das ist schon eine richtig coole Sache. So, dann kommen wir ganz kurz zu unserer Alocasia Stingray. Die bekommt wieder ein kleines neues Blättchen. Das sieht immer schick aus, wenn ich sie rauskriege. Und übrigens die Alocasia Sebrina hier, die voraussichtliche Variegata-Form, wenn es mal irgendeine wird, bekommt auch ein neues Blättchen. Richtig schick anzusehen. So, unser Weihnachtskaktus, Osterweihnachtskaktus, wie auch immer. Nach wie vor ist die Frucht prall hier. Das ist also echt der Hammer, ne? Dass die so lange dranbleiben, das ist dann ja bald, naja, noch nicht ganz, aber bald wird das ein Jahr her sein, ne? Das ist schon cool. So, Avocado befindet sich nach wie vor in der Ruhephase. Banane auch, das wird wohl noch, ja, lange kann es eigentlich nicht mehr dauern, bis sie wieder loslegt. So, pass mal auf, dann gucken wir ganz kurz hier unsere Syngonium Albo Variegata. Mit ihrem neuen Blättchen, das wird hammermäßig aussehen, das sieht man jetzt schon. Das ist so schön, ja, marmoriert in dem Sinne. Dann haben wir hier unsere Palme, die bekommt gerade ein neues Blatt. Die kann rein theoretisch draußen stehen, bei mir bleibt sie aber drin. Weil drin habe ich irgendwie alles unter besserer Kontrolle. So, dann die Syngonium Pink Splash Red Spot. Irgendwie so, ne? Ich sage dir, ich müsste eigentlich mal hier so eine Beschriftung machen an der Wand, was für Pflanzen wir hier alles drin stehen haben. Dann kann man da einfach mal drauf gucken. Dann sieht man das tatsächlich. Ne? So, die andere Stingray hier bekommt jetzt auch ein neues Blättchen. Das geht relativ rasant, muss ich sagen. Es geht sowieso alles rasant hier. So, was wollte ich noch gezeigt haben? Ach ja, unsere Paprika. Wo kann man das am besten sehen? Da, pass mal auf, hier. Es entwickeln sich neue Blütenknospen. Also auch das läuft richtig genialst. So, dann ganz kurz hier unseren Kakao. Der hat jetzt die Blätter ausgereift. Richtig schick anzusehen. Dann unser Mamet-Apfel hier mit seinem Neuaustrieb. Verzweigt sich tatsächlich auch richtig schön dieses Mal. Ach so, hier oben gucken wir einmal ganz kurz. Pass mal auf. Unsere Orchidee, die Juwel-Orchidee, sie hat ja geblüht. Ja, ein bisschen ist sie noch am Blühen. Es geht weiter. Tada! Es kommen tatsächlich da auch neue Blütenknospen wieder. Also, sie möchte gerne weiter blühen hier. Einfach so. So, einfach so, einfach so, einfach so. Ja, Seemandelbaum. Ja, das geht jetzt aber auch rasant. Alter Schwede, der hat es aber mal richtig eilig jetzt hier. Aber die werde ich wieder abnehmen, weil wir haben ja den einen hier. Sonst wird mir das zu viel hier im Raum. Das ist wird zu groß einfach. Er wird einfach zu groß. Aber wächst Gott sei Dank schön genügsam. Ne? Richtig genügsam und kompakt tatsächlich. So, die Thai Constellation, die Monstera. Das Blatt sieht nach wie vor gut aus. Alles easy, alles cool. Das ist ja eigentlich das zweite Blatt dann jetzt hier in dem Sinne. Hier kommt der Neues rausgewachsen. Die anderen hatten wir ja alle abgenommen. Oh, ich bin gerade so durcheinander. Die meisten, das kann man jetzt vielleicht nicht so erkennen, Schnittstellen sind schon abgetrocknet. Die Schnittstelle ist noch ein bisschen feucht, also ja,
Mal gucken, wann wir da loslegen mit der Vermehrung. Ein bisschen wird es noch dauern, aber voraussichtlich auch nicht ganz so lange. Aber das nehmen wir dann mit, wenn das dann soweit ist. So, was wollte ich noch gezeigt haben? Warte mal. Der macht sich da hinten auch genügsam. Mal gucken, wie lange ich ihn da noch stehen lasse. Das ist ja die Efeutute, die Marble Queen. Oh, die ist wirklich hübsch, richtig hübsch. Hat oben jetzt mal ein etwas dunkleres Blatt tatsächlich auch bekommen. Was wollte ich euch denn jetzt noch gezeigt haben? Ich wollte euch ganz viel zeigen. Pass mal auf. Hier kommt auch ein neues Blättchen bei unserer Skindapsus Trollbee Moonlight. Das schmeiße ich auf den Zettel hier runter. Ja, ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie anders handhabe, dass ich das selber besser ablesen kann. Ich kann mir die Namen nicht alle merken. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also hier schiebt sich auch schon wieder ein kleines neues Blatt tatsächlich heraus. So. Die Frangipani steht hier auch auf dem Fußboden rum. Die Calathea Network. Ich glaube, wir müssen sie doch mal umtopfen langsam. Ne? Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich reicht das noch. Ne? Ich meine, ich hätte die Pflanzen auch noch wesentlich größer mal bei jemandem gesehen. Aber okay, ich meine, Blätter sind ja schon schick jetzt. Auf jeden Fall läuft das. Ne? Die zickt nicht mehr rum. So wie damals. Das war also zeitweise ziemlich heftig. So, der Neuaustrieb von der Mango entwickelt sich auch sehr interessant. Muss ich sagen. Mit so ganz kleinen, dünnen Triebchen. So, dann haben wir hier noch unsere, weißt du es noch? Aglaonema. So, meine Güte, nee. Macht sich auch richtig gut, bekommt gerade hier auch neues Blättchen. Ja, ansonsten Gummibaum da hinten, der hat ein neues Blatt gerade bekommen. Da liegt das Deckblatt, das liegt da mittendrin. Das ist runtergefallen von dem neuen Blatt. Also, der wächst nach wie vor richtig gut. Es wächst sowieso alles gut, muss ich sagen. Es gibt ja fast schon gar nichts mehr, wo man sagen müsste, da müssen wir mal eingreifen. Ne? Weil früher war das ja so. Ne? Da müssen wir mal gucken, da müssen wir mal eingreifen. Da heutzutage ist das ja so, es wächst schon fast unheimlich gut, muss ich sagen. Aber okay, seitdem wir das Ganze damals umgestellt haben, ne? Mit dem Wasser und dem Dünger, seitdem läuft das richtig gut. Der hat interessanterweise hier seine Blätter jetzt nach innen gerichtet und nicht nach außen. Stehen aber straff. Also, das ist jetzt nichts passiert oder so, ne? Auch mal interessant, weil eigentlich ist da eher Schatten. Tja, also manche Pflanzen benehmen sich manchmal recht merkwürdig, muss ich sagen. Recht merkwürdig. So, hier das neue Blatt von der Bambino. Macht sich auch wunderbar. Und ja, die sind auch so hübsch mit den langen Blättchen. Die hatten wir vor kurzem umgetopft. Hier muss ich aufpassen, hier darf ich keinen Dünger beikippen. Zumindest momentan noch nicht, weil dort auch Langzeitdünger drin ist. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Sollte ich auch mal wieder nachmessen. Ach so, die Wurzel. Oh, mal gucken, ob wir das jetzt so hinkriegen. Die Wurzel, die hat jetzt, wie viel Zentimeter hat sie jetzt noch bis zum Boden? Ich würde sagen, 35 ungefähr. Ja, 35 Zentimeter. Aber das ist schon heftig, heftig, heftig. Genial. Also das ist schon, was manche Pflanzen machen, das mag man gar nicht glauben, ne? Weil, ja gut, man erlebt es ja so eigentlich auch gar nicht so oft, ne? So, das ist der neue Trieb, der direkt an der Wurzel rausgewachsen ist. Wächst nach wie vor richtig kräftig, muss ich sagen. Ja. Ach so, hier habe ich immer noch keinen Steckling von gemacht. Das wird aber bald mal Zeit, würde ich sagen. Die wächst übrigens sehr, sehr, sehr langsam hier, diese gestreifte Form der Vanillepflanze. Ansonsten wächst sie da oben gemütlich, fröhlich, vor sich hin. So, das ist übrigens die Mutter von unserem Schlangenkaktus. Auch die wächst richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie lang die noch wird. Ob die vielleicht irgendwann auch bis zum Boden wachsen kann. Ja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall wächst sie sehr genügsam. Aber sie wächst kontinuierlich. Das sieht man auch hier sehr schön an dem hellen Zuwachs dann immer. Na, sie wächst also kontinuierlich. Können die eigentlich blühen? Aber ich glaube, dann müsste sie kühler stehen, wenn überhaupt. Ach so, wenn überhaupt blühen. Guck, deswegen, das wollte ich nämlich fragen. Bei unserer Mosaikpflanze. Die wächst ja wunderbar. Nur ich weiß noch nicht so genau, wie ich sie zum Blühen bringe. Ich habe gestern, war ich einkaufen und habe im Geschäft eine gesehen, die war von der Größe her, von Wuchshöhe genauso. Jetzt nicht so groß wie die Pflanze hier, aber von der Wuchshöhe und die war voller Blüten. Müssen die auch eine kalte Phase haben oder müssen die eine Kurztagsphase haben, wie beim Weihnachtsstern vielleicht? Durchaus denkbar, ne? Oder was sagst du dazu? Ja, du hältst den Mund, ne? Alles klar, logisch. Der andere sitzt da hinten in der Badewanne. Ja, ein bisschen Wasser reinmachen gleich. So, okay. Ich denke mal, dann haben wir erstmal ein kleines Update hier aus unserem Dschungel. So, da habe ich die eine Pflanze jetzt rausgenommen. Mal gucken, was ich da noch zwischensetze, was dazu passt.
Aber die wächst auch heftig, ne? Wenn die erstmal zugange sind, ist schon der Wahnsinn. Das ist echt der Hammer. So, ach so, Waschnussbaum. Ja, pass mal auf, ich mach's wieder. Weil irgendwie, also der schießt mir einfach zu dolle hier durch die Gegend. Jetzt kriege ich ihn nicht abgeknickt. Ja, muss ich gleich abschneiden. Von Zeit zu Zeit mache ich das, weil das ist nicht so mein Ding. Ist nicht so. Ne? Das wird dann doch ein Riesenbaum und das ist hier im Raum nicht so der Burner. Ja, okay. So sieht es jetzt aus hier. Mal gucken, wann die jetzt ein neues Blatt kriegt. Der Akku ist gleich alle. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich gucke mal gerade um die Ecke hier. Ja, das dauert noch ein bisschen. Der lässt sich erstmal Zeit. Im Reich der Pflanzen kommen wir jetzt zum Ende. Ich habe das mal so eingestellt vom Bild, dass man die Lampen mal sehen kann. Das sind übrigens die Sansi 36 Watt LED, die eigentlich immer verlinkt sind. Ach so, verlinkt die Dochte, die ich verlinke. Da ist zwar, wenn man drauf klickt, steht in der Beschreibung bei dem Produkt Baumwolle. Ist aber keine Baumwolle, ist Synthetik. Ne? Also ich benutze die schon Ewigkeiten. Von daher weiß ich das. Warum die das so gemacht haben, weiß ich nicht. Ist so, wie es ist, ne? Machst du ja nichts. So, einen Zugang haben wir jetzt schon mal neu hier drin. Zeige ich beim nächsten Mal. Zwar eine kleine Avocado. Die werden wir dann hier begleitend im Raum beobachten, wie sie sich entwickelt und wächst. Und wir werden jetzt in Kürze unseren Elefantenfuß hier reinbauen. Wo genau, weiß ich noch nicht, weil der wird ja auch irgendwann mal richtig groß. Aber es dauert ja noch, da muss das mal anfangen zu wachsen. Dass wir da auch mal fortlaufen, wenn wir hier drin kurze Updates machen, das auch mitnehmen können, wie der Elefantenfuß sich entwickelt. Denn es hat geklappt, er ist tatsächlich am Wachsen. Allerdings dauert das recht lange. Ist eine langwierige Geschichte, aber es funktioniert. Und dann können wir auch sehen, wie er steht, wie ich gieße und so. Ne? Das kann man dann hier im Zusammenhang wesentlich besser machen. Ist einfacher dann, ne? Weil meist vergesse ich es dann, wenn ich hier rumrenne und filme, weil den habe ich jetzt im Badezimmer noch stehen, dann extra noch mal ins Badezimmer, das habe ich dann meist dann wieder vergessen. Und von daher würde ich sagen, holen wir den auch hier rein. Ja, es ist schon genial, ne? Aber der Raum müsste langsam mal wachsen. Wir müssen jetzt einen Durchbruch machen in den anderen Raum hinten. Aber was soll's, ne? Mal gucken, was die Zukunft so bringen wird. Gegebenenfalls kommen ein paar Sachen eben woanders hin, damit wir auch was Neues sehen können, ne? Nicht immer nur dieselben Sachen. Wobei auch die Entwicklung natürlich das A und O ist bei der ganzen Geschichte. Ne? Wenn wir überlegen, wie wir den Raum hier eingerichtet haben, naja, mit den paar Pflanzen, die wir damals hatten, das ist also heftig viel geworden mittlerweile. Und die Klamotten wachsen ja auch. Ne? Und dazu muss man eingreifen, was eben auch hier bei der Monstera gemacht haben, dass wir dann eigentlich die eine raus, die steht übrigens immer noch bei uns im Wohnzimmer, auch experimentell in dem Sinne. Da ist keine Zusatzbeleuchtung, sie steht recht weit hinten in der Ecke, einfach um zu gucken, wie das so läuft. Ich muss ab und zu auf die Kamera gucken, dass die mir nicht jetzt plötzlich ausgeht. Ja, okay. Es wird sich sicherlich das eine oder andere hier noch verändern, nach und nach, aber insgesamt geht es hier ums Wachstum. Die Klamotten sollen ja wachsen, ne? Und wenn es soweit ist, dass sie zu groß werden, okay, dann nehmen wir es zurück oder wie auch immer. Da gibt es dann auch ganz viele Möglichkeiten. Und wenn wir was Schickes finden, was dann vielleicht mal wieder interessanter ist, dass wir was Neues zeigen können, dann kann das eine oder andere dementsprechend auch mal weg, wenn wir schon alles nicht nur gesehen, gelernt haben, sondern auch wissen, wie sie wachsen und wie sie dann dementsprechend aussehen, wenn sie größer sind. Ja, so wie die Banane, ne? Aber okay, im Moment ist so, sie wächst verhalten nach wie vor weiter. Hat auch noch ein bisschen Luft nach oben, interessanterweise. Also die Blätter haben sich ein bisschen gesenkt und von daher warten wir auch da einfach weiter ab, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Wir hatten sie ja gemeinsam zusammen umgetopft und ein Baby kriegt auch ja auch schon raus. Also auch da geht die Geschichte erstmal weiter. Aber wie gesagt, es wird sich mit Sicherheit immer wieder was verändern. Wir überlegen Anfang des Jahres bis heute, ne? Das ganze Jahr ist ja noch nicht ganz rum, aber es ist schon heftig. Vor allen Dingen, dass wir es geschafft haben, nicht mehr zu gucken, warum wächst es nicht oder wie müssen wir eingreifen, sondern eigentlich ist es ja relativ einfach. Ne? Und da kommt nämlich jetzt diese Lust, eigentlich was Größeres zu machen. Moment bitte, was Größeres zu machen. Ne? Das, ja, aber okay. Wie gesagt, was die Zukunft bringt, kann ich nicht sagen, werden wir mit Sicherheit im Laufe der Zeit dann eben auch mitnehmen können. So, okay, weißt Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ganz herzlichen Dank, Silvia. Ich habe mir von dem Brief noch durchgelesen im Privaten. Und das hast du wahrscheinlich, oder habt ihr jetzt gerade auch gemerkt, als ich hier drin gefilmt habe, dass ich gar nicht so bei der Sache war. Ja, weil ich habe nämlich jetzt tausend Sachen im Kopf. So ist das manchmal, ne? Aber wie gesagt, heute ist Waldtag. Würde ich euch auch empfehlen, einfach mal rauszugehen, gegebenenfalls einfach einen Regenschirm mitnehmen, weil, wie gesagt, da kann man richtig gut abschalten und die Kinder werden sich mit Sicherheit freuen, insbesondere die Melodie. So, ich glaube, dann reicht's für heute. Mal gucken, was wir morgen machen.
vielleicht mal wieder was Praktisches. Aber das ist schon mit den Lampen, ne? Ich meine, wir verfolgen das ja nun schon längere Zeit hier, dass die Sachen so gut wachsen, das ist genial, ne? Also wie gesagt, ich habe ein Fenster hier hin, das ist offen, nicht offen, da kommt Licht rein, ansonsten ist es geschlossen. Und wir sehen auch selbst ganz hinten im Raum wachsen die Pflanzen richtig gut. So, ja, ist schon schön, wie sich so mit den Lampen das alles technisch entwickelt hat, dass es die Möglichkeiten überhaupt gibt, ne? Das ist schon eine richtig coole Sache. So, genug geredet, wie gesagt, ich mache den Film fertig und dann geht's ab in den Wald.